und herzlich willkommen zu diesem Wochenvlog. Ich bin heute wieder früh aufgestanden. Ich habe mich jetzt total an diesen frühen Rhythmus gewöhnt, den ich durch das Praktikum habe. Also gut, ich muss nicht ganz so früh aufstehen wie im Praktikum, aber bin heute um 7:30 aufgestanden und habe noch ein bisschen was für das Video gemacht, was ihr jetzt schon gesehen habt, wenn ihr diesen Vlog seht. Was am Sonntag online kam, ein Herbst-Make-up mit Vanya zusammen hatte ich das gemacht und habe dann meine Sachen gepackt. Ich sehe nämlich heute meine Patentante wieder seit ewigen Jahren. Sie wohnt in der Nähe von Frankfurt, also in Schlüchtern, wenn das einigen von euch was sagt. Und sie feiert jetzt aber Geburtstag mit ihrem Mann zusammen und das ist eine große Feier und meine Eltern kommen auch, die sind jetzt schon im Zug. Und wir übernachten da heute zusammen in einem Hotel. Es wird sehr, sehr lustig. Mein Bruder ist auch dabei. Auf den freue ich mich am meisten, weil mein Bruder die lustigste Person ist, die ich kenne. Er ist mein großer Bruder, aber ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht habe ich es sogar schon mal erzählt. Mein Bruder hat eine geistige Behinderung. Er hat keine bestimmte Behinderung, also man kann sie nicht bestimmt festmachen. Man weiß eben nur, dass bei bestimmten Prozessen in seinem Gehirn die Reize nicht, ich sag jetzt mal, normal weitergeleitet werden, wie bei Leuten ohne Behinderung, sondern eben irgendwas wird da anders verarbeitet und deswegen nennt man das Wahrnehmungsstörung. Also ein sehr, sehr vager Begriff. Ich bin auch schon komplett fertig eigentlich. Ich habe meine Frisur gemacht. Sieht jetzt echt ein bisschen schon abgeranzt aus. Fischgrätenzopf und hier oben sowas. Ich habe jetzt so einen kleinen Handgepäckskoffer eingepackt. Meine Brille, die ich euch später auch nochmal zeigen werde und ja, so ein paar Sachen. Und ich habe mich so mega gefreut. Ich dachte, ich habe einen Lippenstift verloren. Das ist Boy von Chanel. Und ich dachte, ich hätte ihn verloren, aber ich habe ihn in einer alten Tasche gefunden. Also nochmal Glück gehabt. Und ja, ich warte eigentlich nur darauf, dass ich ins Bad kann. Und dann geht es los. So, mittlerweile bin ich im Hotel angekommen. Ich habe jetzt schon gerade meine Klamotten angezogen. Ich trage jetzt hohe Schuhe und ich kann überhaupt nicht auf hohen Schuhen laufen. Ich weiß nicht, gibt es Mädchen von euch, die das auch nicht können? Weil ich kann das überhaupt nicht. Ich habe schon gerade zu meiner Mutter gesagt, ich werde wahrscheinlich am Ende des Abends einfach barfuß rumrennen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich jetzt doch für offene Haare entschieden, weil meine Haare eh auseinandergefallen sind. Genau, ich filme euch jetzt mal mein Outfit. Also angefangen bei diesen wunderschönen Schuhen, von denen ihr gerade nicht viel erkennen könnt, weil sie schwarz sind und meine Strumpfhose auch schwarz ist. Und dann habe ich dieses Kleid. Das ist so ein, das ist dunkelblau und sehr gemütlich, hat hier so Volant-Ärmel. Das sitzt halt in der Taille, ein bisschen enger. Und dann hat es hier unten so einen Volant-Rock so ein bisschen. Das gefällt mir total gut. Das habe ich auf ASOS bestellt. Und das war es jetzt eigentlich auch schon. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Ich werde euch dann später das Essen filmen und so. Das wird sicherlich cool. Und wir machen uns jetzt hier noch fertig. Mama, hast du alles? Bist du fertig? Ja, vielleicht noch ein bisschen. Soll ich dir noch irgendwas Schminke geben? Ich habe noch richtig schönes Rouge. Ich weiß gar nicht, wann ich euch das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube, es war am Wochenende. Ich glaube, es war am Samstag. Es war richtig, richtig lustig auf dem Geburtstag meiner Patentante. Es war einfach cool, weil ich sie jetzt seit 2009 echt nicht mehr gesehen hatte. Meine Familie war ja auch da, das heißt, ich habe meine Eltern gesehen, ich habe meinen Bruder gesehen. Das war richtig cool, aber ich habe irgendwie nicht so viel gefilmt. Ich nehme mir das dann immer vor, aber wenn dann auch so eine Feier ist und verschiedene Programmpunkte gemacht werden, dann ist es immer ein bisschen schwierig, finde ich. Mir ging es gestern überhaupt nicht gut, deswegen habe ich gestern nicht gefilmt. Sonntag, als ich zurückkam, musste ich noch eine Stunde vorbereiten, weil ich ja momentan mein Praktikum mache. Ich bin ja jetzt in den Endzügen meines Studiums und da, wo ich studiere, hat man eben sehr, sehr viele Praktika und ein Praktikum stand bei mir jetzt noch aus, ein zweites Praktikum, wo ich 4 Wochen lang durchgehend an der Schule bin in den Semesterferien und das ist bei mir jetzt an einer Hauptschule. Und ja, da musste ich dann für Montag meine erste Stunde vorbereiten. Und was ich natürlich auch trage, was ihr sicherlich schon bemerkt habt, ist meine neue Brille. Ihr hattet ja gefragt, für welche ich mich entschieden habe. Ich habe mich jetzt für Modell 3 entschieden. Ich verlinke euch nochmal meinen letzten Vlog. Da hatte ich euch 3 Modelle zur Auswahl gegeben und hatte euch gebeten, mir zu sagen, welches Modell ihr am besten findet. Die meisten fanden Modell 2 und 3 am besten. Manche Modell 2, manche Modell 3, aber ich glaube die Mehrheit Modell 3. Ich habe mich jetzt für Modell 3 entschieden, aber ich weiß nicht, wie gut ihr es erkennen könnt, es ist braun.
Also es ist nicht dieses Schwarz, oh Gott, jetzt sehe ich mich überhaupt nicht im Display. Es ist nicht das Schwarz, was ich vorher hatte, sondern ich habe gesehen, dass es das Modell auch noch in Braun gibt. In der Farbe habe ich es mir jetzt auch ausgesucht und ich liebe diese Brille. Ich trage die, sobald ich aus der Schule komme, mache ich die Kontaktlinsen raus und setze die Brille auf und finde sie totschick, muss ich gestehen. Das Modell ist natürlich auch in der Infobox verlinkt, falls ihr wissen wollt, was für Modell ich da hatte. Und ansonsten habe ich heute noch ein paar E-Mails geschrieben, musste noch ein bisschen was klären und bin jetzt soweit, dass ich in einer halben Stunde, ungefähr 20 Minuten, werde ich abgeholt von der Freundin und wir gehen essen. Das werde ich euch auch filmen, weil es total, total lecker wird. Aus wie ein Geist irgendwie, oder? Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Wie ihr es vielleicht in meiner Stimme erkennen könnt, bin ich erkältet. Ich war ja am Wochenende bei meiner Tante. Ich glaube, ich habe das jetzt auch schon zum 30. Mal erzählt. Und wir saßen hinterher dann noch im Garten und irgendwie habe ich mich ein bisschen erkältet. Und am Montag ging es mir ja schon nicht so gut. Und jetzt habe ich aber definitiv, weiß ich, dass irgendwas im Anmarsch ist. Also ich musste heute Morgen schon eine Paracetamol nehmen, dass ich überhaupt in die Schule konnte und solche Geschichten. Und ich nehme eigentlich nie irgendwelche Medikamente. Und heute hatte ich einen ganz coolen Schultag eigentlich. Ich musste in der 5. Vertretung machen, hatte die dann komplett für mich alleine. Normalerweise ist es im Praktikum ja so, dass man entweder hinten drin sitzt und zuschaut oder einfach ein bisschen mithilft oder eben den Unterricht alleine führt. Und der Lehrer sitzt dann eben hinten mit drin und sagt einem hinterher, was man besser machen kann. Und da momentan aber so viele Lehrer krank sind, war ein Lehrermangel, sodass ich erst die 5. alleine hatte. Das war mega süß. Da haben wir dann Englisch gemacht und ein bisschen gezählt bis 20 und Spiele gemacht und das Alphabet gemacht. Und in der 3. und 4. hatte ich dann die 9. Klasse alleine. Das war auch eine Erfahrung. Und ja, jetzt bin ich zu Hause und habe eben erstmal einen Erkältungshaul im DM getätigt und ich wollte euch mal zeigen, was ich gekauft habe. Und zwar habe ich mich erstmal in verschiedensten Tees eingedeckt. Das ist jetzt hier der Hals- und Rachentee. Da sind super wenig Beutel drin. Ich war auch irgendwie so dumm und habe das nicht von der DM-Eigenmarke gekauft und muss den gleich erst nochmal probieren. Und außerdem habe ich mir auch den Husten- und Bronchialtee gekauft. Ich glaube, die haben jeweils beide irgendwie um 1 Euro oder so gekostet. Dann habe ich mir gerade noch außerdem diese Bronchial-Zwei-Phasen-Hustenbonbons gekauft. Die schmecken echt gut. Und dann habe ich noch gekauft von Klosterfrau heißer Holunder mit viel Vitamin C und Zink. Und ich dachte mir, yo, gönne ich mir auch mal. Das Ding ist halt, ich bin überhaupt kein Fan von irgendwie vielen Medikamenten. Ich nehme nie Medikamente, weil ich auch eigentlich nie krank bin und versuche das eigentlich immer alles so relativ natürlich zu regeln. Und deswegen habe ich jetzt halt auch hier viele Tees und so gekauft und hoffe, dass ich dann... ich habe heute Morgen schon eine heiße Zitrone getrunken und das hat mir schon gut geholfen. Das hat auf jeden Fall bei meinem Rachen ein bisschen geholfen. Und das werde ich jetzt die nächsten Tage machen und dann wird sich das hoffentlich schnell wieder erledigen. Um 4 wollte ich dann noch zu einer Medienstelle, weil ich nächste Woche Religionsunterricht mache. Darauf freue ich mich auch schon, das ist in der 6. und 7. und in der 8. Und da wollte ich mir so ein paar Materialien ausleihen, dass ich jetzt übers Wochenende den Unterricht vorbereiten kann. Das werde ich euch später dann auch filmen und ansonsten fühle ich mich gerade heute einfach ein bisschen überfahren. Ich bin so müde, ich könnte jetzt echt schlafen. Schlimm, schlimm, aber ich werde heute nicht schlafen. Ich habe mich gestern hingelegt und ich werde es heute nicht machen. Hallo, einen wunderschönen Freitagmorgen wünsche ich euch. Meine Lage hat, wie ihr sehen könnt, sich nicht wirklich verbessert. Obwohl ich sagen muss, dass die Halsschmerzen wirklich schon viel, viel, viel besser geworden sind. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft, euch viel zu filmen, weil ich dann noch nach Büchern geschaut habe für die Rallye-Stunden, die ich nächste Woche machen muss, damit ich die jetzt am Wochenende schon mal vorbereiten kann. Und da habe ich eigentlich jede Menge geholt und war ziemlich lange da. Und habe dann währenddessen gemerkt, dass ich so einen Fieberschub habe und bin ganz schnell nach Hause und habe mich hingelegt. Und ja, abends hat dann noch meine kolumbianische Mitbewohnerin mit ihrem Freund für mich gekocht. Das habe ich euch auch noch kurz gefilmt. Cool. Was ist das jetzt? Das ist Arepa genannt. Okay.
Das ist Ogau. Das okay. ist Hühnchen oder Hähnchen. Ah, ja. Yeah. Und danach war es so spät, dass ich einfach nur noch ins Bett gegangen bin. Und jetzt ist es relativ früh. Ich habe mir schon einen Erkältungstee gemacht und Fenchelhonig genommen und werde jetzt das Video rechtzeitig noch schneiden, dass es noch rechtzeitig online kommt. Das wollte ich ja eigentlich gestern Abend machen und habe es dann nicht geschafft. Und ja, das werde ich jetzt noch machen und werde das Wochenende Unterricht vorbereiten und an der Hausarbeit schreiben. Ich habe hier mein Körnerkissen. Das hat mein Freund mir geschenkt. Das ist eine Schildkröte. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dieser Wochenvlog hat euch gefallen. Ich bin jetzt im Bett und es ist, glaube ich, schrecklich, gerade meiner Stimme zu hören. Es tut mir wahnsinnig leid. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, dann hoffentlich bei voller Gesundheit. Bis dann. Tschüss. Definitiv einen Unterschied erkennen kann, finde ich, aber ausschließlich im Finish. Die Farbe ist sich sehr, sehr ähnlich. Klar, von Pizza Weiß ist ein Lip Liner, das heißt, komplett matt. Bei MAC ist es jetzt ein Satin-Finish, das heißt, es glänzt noch so leicht, aber ist halt trotzdem relativ trocken auf den Lippen, einfach damit es auch besser halten kann. Mein Kleiderpreis